Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornab. Heute habe ich mal was ganz Wildes für euch, und zwar CP-Funk für Helfer. Ja, Version 1.0 ist allerdings noch als Beta klassifiziert, kommt vom Modder Gorlos. Ne? Gibt zwei Dings nur für PC und Mac. Deswegen, sorry, liebe Konsoleros. Ja, wie es der Name ja schon sagt, fügt dieser Mod einen CP-Funk, also nicht CP, sondern CB. Funk ein Bernd für Helfer. Ja, das ist eine recht nette Sache. Generell, um erst euch mal das Trockene zu sagen, wir haben über 200 Samples, also über 200 Funksprüche in diesem Mod mit drin. Wir haben männliche und weibliche Stimmen. Wir haben Ansagen für, sagen wir mal, sämtlichste Situationen. Wir haben für die Combines, also für die Harvester, haben wir spezielle Ansagen. Wir haben Ansagen für die Uhrzeit. Wir haben Ansagen fürs Wetter. Wir haben Ansagen von Blockiertheitsstatus. Wir haben Fill-Level-Warning-Ansagen. Mit dazu, wir haben Tageszeitenansagen etc. etc. Wir haben Ansagen, wenn ein Helfer aktiviert wird. Wir haben eine Ansage, wenn ein Helfer deaktiviert wird. Das Ganze ist laut Modder selber mit CP, also mit Curseplay, kompatibel. Problem an der Geschichte ist, mit CP macht der Mod aktuell noch Fehler. Also er funktioniert, aber nur zum Teilen und wirft Fehler raus. Inwiefern das mit CP permanent funktionieren kann, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Meiner persönlichen Meinung nach, dadurch, dass sich CP so schnell aktualisiert, weiß ich nicht so genau, ob der Modder da theoretisch hinterherkommt. Weil er hat es ja scheinbar mit CP mit irgendeiner Version getestet, dann ging es. In der aktuellen CP-Version, die jetzt schon wieder draußen ist, funktioniert es aber wiederum nicht mehr richtig. Also, okay. Generell. Zeige ich euch mal, was wir, beziehungsweise was da alles möglich ist. Natürlich, solltet euch dessen klar sein, wir haben hier nur eine englische Sprache, weil amerikanischer Modder, ne, klar. Der Mod selber ist mit anderen Mods, wie zum Beispiel hier Helper Names, der jetzt auch erst vor kurzem rausgekommen ist, nicht kompatibel. Klar, wir haben vorgefertigte Samples, die auf Namen hören, das ist klar, dass es nicht funktioniert. Habe ich auch viel im amerikanischen Raum gelesen, dass es als Kritik ist, wo ich mir so denke, okay. Ja, generell, wenn ich einen Helfer einschalte und ich bin in einen Harvester drin, beziehungsweise ein Harvester steuert einen Helfer, haben wir oben links noch eine sogenannte UI-Anzeige, die euch wie ein Inspektor-Mod Informationen gibt. Deswegen, wenn ihr mit Inspektor-Mods spielt, weiß ich auch nicht so genau, inwiefern das schön aussieht. Aber ich mache jetzt einfach mal das Ding hier an. Und ihr hört einfach mal freundlicherweise zu, was hier passiert jetzt. I am really pushing this clause, and it's not even breaking a sweat. So, dann seht ihr jetzt im Endeffekt, da ist jetzt hier einmal was gekommen. Wir haben jetzt hier oben links diese Anzeige. Ne, Class Lexion operated by Jared, ne, on Farm 1. Ne, 4% bei 10%. Ja, MPH, das sind eigentlich Miles per Hours. Ihr merkt halt amerikanisch, ne? Der erkennt die KMH nicht an. Sind aber natürlich KMH-Anzeige. Ne? Soweit so klar. So, jetzt steige ich hier aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit einsteige, ne? Werden wir noch begrüßt, kriegen wir da dementsprechend auch noch so ein Ding. Wenn ich den Drescher jetzt blockiere, haben wir da wie gesagt eine an Dings dafür. So, ne, jetzt haben wir halt die Ansage. 10-4, good buddy. I'm right back at it. Ne, das haben wir in dem Falle hier auch mit dabei. Also ist alles schick schön. Wie gesagt, ich krieg nicht jedes Mal eine Begrüßung, wenn ich einsteige. Das passiert halt einmal. Dann gibt es Random-Variationen, dass die Helfer einfach unter sich halt mal ein bisschen dumm rumquatschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf dem Feld gehe und sage, ich stelle jetzt hier zum Beispiel so eine Scheibenecke ein. So. Na, dann arbeitet er hier auch wieder. Ihr seht, das ist jetzt auch ein anderer, der hier spricht. Breaker 1-9. I'm stuck. Might need some toe chains over here. Come back. 10-4, good buddy. I'm right back. Ne? Und dann zieht sich das halt dementsprechend hier so hin. Ne? Wir haben, wie gesagt, zum Thema Fill-Level, also sprich, wenn der Drescher voll wird, haben wir noch zwei Unterkategorien, beziehungsweise drei. Wir haben Fill-Level-Warning 1, Fill-Level-Warning 2
und Fool. Ne? Also diese drei Unterkategorien gibt es da jetzt noch. Level 1 Warning kommt, wenn mich nicht alles täuscht, so bei 60, knapp 70% Füllstand. Level 2 Warning bekommen wir Pi mal Daumen bei 80, 90%. Und Level 3 Warning, beziehungsweise voll, bekommen wir dann, wenn das Ding am Ende des Tages voll ist. Ne? Klar. Ich arbeite jetzt mal hier erstmal weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier den jeweiligen Fill-Level-Stand erreicht haben. So, jetzt sind wir hier bei knapp 70%. 68, 69%. Breaker 1-9, I just threw a level 1 warning. So, ne, da habt ihr jetzt gehört, Level 1 Warning, das wird dann hier oben auch angezeigt. Diese Anzeige da oben ist wie gesagt nur für Combines, also sprich für Drescher. Weil ihr seht, der zweite Helfer ist immer noch aktiv, da tut sich jetzt in dem Falle nichts. Also steht dann dementsprechend auch da Kapazitäts Level 1 Warning mit dazu. Und das nächste, was dann logischerweise daraus erfolgt, ist eine Level 2 Warning, beziehungsweise eine Level 2 Warnung. Die kommt dann... Dementsprechend, ihr seht jetzt hier, gehen auch die Lichter und schick schön und alles an. Die kommen dann, Pi mal Daumen, glaube ich, so genau bei 90. Ne? Vorher gehen dann hier auch noch, wie gesagt, schon die Lichter an. Ist auch bei Drescher, von Drescher zu Drescher teilweise auch unterschiedlich. Breaker. I just threw a level 2 warning on the cattle tail. Come back. Ne? Also, da haben wir jetzt hier bei 85% in dem Falle, Breaker, also hat er halt die Warning, dass er dann jetzt hier gleich voll ist. Und ja, doch im Hintergrund dieses Piep, ne? Also diese Warning damit dazu, aus welchen Dreschern das jetzt ist oder whatever, ich weiß nicht, wie das im Real Life sich anhört, das sei jetzt mal dahingestellt, aber gut, gehen wir mal vom Realismus weg, um ehrlich zu sein. Das ist ja erstmal relativ. Und jetzt haben wir hier noch die letzten 10% an der ganzen Geschichte. Und da werdet ihr jetzt gleich hören, wenn das Ding hier einmal full ist, dann stoppt er zum einen und macht dann auch noch eine Ansage. Da können wir ja auch einfach mal weggehen, zum Beispiel, weil ihr sitzt ja an sich auch nicht aktiv mit drin, sondern macht euer Ding einfach. Und wenn wir dann halt hier ein bisschen blöder rumfahren, hören wir das dann auch gleich. Ihr seht hier oben 97%. So, machen wir kurz die Raben hier weg, 99%. Ne? Also hat es gesagt, Boss, ich bin hier voll, ich parke jetzt hier und warte auf dich. Ne? Steht auch da, parken, parket, waiting for unload. Ja, ich fahre jetzt hier durch die Frucht, ne? Bla bla. So, jetzt tanken wir den ganzen Schnülle hier einmal ab. Und sobald das Ganze dann hier wiederum erledigt ist, macht er dann wiederum eine Ansage und steht ja gerade da, Unloading, ja, also ihr habt da auch immer den aktuellen Stand der Dinge halt mit da. Ihr könnt ja mit CP dementsprechend abfahren, wenn das mittlerweile schon wieder geht, weiß ich nicht, ne, ich kenne es nur in Kombination mit Autoload, das wäre ich. Und somit haben wir den ganzen Spaß dann hier einmal entleert. Okay, Holler, I'm good. Ne, und dann freut er sich wieder und macht halt so sein Ding. Und wir haben ja zum Beispiel das Teil hier auch noch. Ne, mit dazu, ne, da ist er mittlerweile komplett auf ein anderes Feld abgerutscht, wenn ich das sehe. Herzlichen Glückwunsch dazu, sollst du gar nicht machen. Wenn ich den Helfer hier wieder entlasse. Hey Boss, all done with this job. Over. Ne? Also, und wenn der Helfer dann fertig ist, kommt dann halt so eine Ansage. Und es gibt über 200 Samples. Wir haben männliche Stimmen, wir haben weibliche Stimmen, wir haben so vieles weitere im eigentlichen Sinne. Breaker, I'm all done. Genau. Wie gesagt, wir haben noch eine Ansage, es ist jetzt 12 o'clock, 9 o'clock, Sonne geht gleich unter, Guys oder Girls, je nachdem, Sonne geht gleich auf. Wenn jetzt das Wetter umschwingt zu Regen, kommt eine Ansage, so eine Art automatisierte Ansage, was den Fahrer darauf hinweist, dass Wetterumschwung herrscht, dass Regen kommt, dass Schnee kommt, whatever, und so weiter und so weiter. Also alles das ist da, wie gesagt, in 200 Variablen. Ihr könnt es euch ja, wenn ihr den Mod runterladet und das ZIP-Ding aufmacht, könnt ihr euch das ja mal alles anhören. Es ist wahnsinnig viel. Und ich finde, es ist cool. Klar, es ist nur in Englisch, klassisch, aber wenn ihr auf einer amerikanischen Karte spielt, warum nicht?
Ne? Wie gesagt, testet das gerne mit CP aus, wenn euch das soweit da genügt, was es halt, wie gesagt, kann. Es ist halt, wie gesagt, auch noch eine Beta. Mal gucken, was der Modder da in Zukunft halt alles noch bringt. Aber für alle die, die immer mal schon CP-Funk mit drin haben wollten, bitteschön. Und für alle die, die noch mehr Plan von der Materie haben, ihr könnt die Soundfiles natürlich auch austauschen oder in der XML umschreiben und eure eigenen CP-Dinger da reinballern, ne? Oder selber einsprechen, whatever. Es gibt ja so, CP-Funken ist ja so ein Hobby, wenn ich das richtig weiß, ne? Also von daher, ihr könnt euch da austoben. Die Grundbasis ist ja hier schon mal mit gegeben. Und dann könnt ihr das für euch selber ja auch noch besser machen oder geiler machen oder whatever oder in Deutsch machen. Je nachdem, ich glaube, da wird der ein oder andere seinen Spaß daran, denke ich mal, schon haben. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Thema Log. Alles, was hier mit den CP-Dingern läuft, wird hier auch im Log eingetragen. Nur, dass ihr immer seht, was hier Phase ist und was sich gerade im Mod selber tut. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, im Singleplayer und mit Standardhelfern keine Probleme festgestellt. Aber es gibt Logfehler im Bereich in Kombination mit Curseplay, deswegen da drauf achten. Gut, Download Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat, und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.